Hallo ihr Lieben, heute zeige ich euch, wie ich Apfelmohnkuchen backe. Und hier sind die Zutaten. Für den Pudding 600 plus 150 ml Milch, 2 Päckchen Vanillepudding und 2 Esslöffel Zucker. ml Milch mit dem Puddingpulver und dem Zucker anrühren. Die übrige Milch zum Kochen bringen. Das angerührte Puddingpulver hinzufügen und unter ständigem Rühren circa eine Minute kochen lassen. Abkühlen lassen und öfter mal umrühren. Für den Streusel 200 Gramm Butter, 25 plus 275 Gramm Weizenmehl, 150 Gramm Zucker und ein Päckchen Vanillezucker. Die Butter zerlassen. In eine Schüssel geben mit Zucker, 275 Gramm Mehl und Vanillezucker krümelig verkneten. ~25 Gramm Mehl über die Streusel streuen, verteilen und einheben. Für den Teig und Äpfel 1,5 Kilo Äpfel, 180 Gramm Butter, 100 Gramm Zucker, eine Prise Salz, 3 Eier, 3 Esslöffel plus 250 Gramm Mehl und 1 Esslöffel Backpulver. Äpfel schälen und in Spalten schneiden. In Zitronenwasser legen. Abtropfen lassen. Mehl mit Backpulver durchsieben. Butter, Zucker und Salz cremig rühren. 3 Eier nacheinander im Wechsel mit je 1 Esslöffel Mehl unterrühren. Durchgesiebtes Mehl mit Backpulver kurz unterrühren. Teig auf ein mit Backpapier belegtes Backblech streichen. Mit Äpfeln belegen. Für Mohnmischung 750 Gramm Mohnback oder gemahlene Mohn, 6 Eier und den abgekühlten Pudding. Eier schlagen, Mohn und Pudding nach und nach zugeben.
gut verrühren. Auf die Äpfel streichen. Mit Streusel streuen. Im vorgeheizten Backofen mit Ober- und Unterhitze eine Stunde bei 175 Grad backen. Fertig ist der Apfelmohnkuchen. Herzlichen Dank fürs Dabeisein. Ich hoffe, ihr besucht mich bald mal wieder. Servus, so lange.